Rupert Stadler kam im grauen Mercedes zum Prozess. Der frühere Audi-Chef hat eine Mitwisserschaft oder Beteiligung an Dieselmanipulationen stets bestritten. Die Anklage wirft ihm indes Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vor. Wir haben in der Mitanklageerhebung einen hinreichenden Tatverdacht bejaht. Deswegen gehen wir davon aus, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Rupert Stadler wegen der angeklagten Taten verurteilt werden wird. Es geht um illegale Abschalteinrichtungen in Autos mit Dieselmotoren der Marken VW, Audi und Porsche. Die Autos stoßen so im Straßenverkehr deutlich mehr Schadstoffe aus als auf dem Prüfstand. Stadler soll von den Manipulationen bei VW gewusst und dennoch weiter den Verkauf der ebenfalls manipulierten Audis betrieben und beworben haben. Mitangeklagt sind der frühere Porsche-Vorstand Wolfgang Hatz und zwei Ingenieure. Sie sollen die Abschalteinrichtungen entwickelt haben. Während die Ingenieure weitgehend geständig sein sollen, weist der Verteidiger von Hatz die Vorwürfe zurück. Nach unserer Überzeugung haben zwar bei der Audi AG Manipulationen im Softwarebereich stattgefunden, aber erst deutlich später, als es die Staatsanwaltschaft annimmt. Das heißt vor allem nach dem Ausscheiden unseres Mandanten am 30.09.2009. Stadlers Verteidiger gehen gleich zu Beginn des Prozesses in die Offensive. Sie wollen von den beteiligten Richtern wissen, ob sie oder ihre Ehepartner seit 2009 ein Dieselauto des VW-Konzerns gefahren haben. Diese Auskunft sei erforderlich, um zu prüfen, ob die Richter womöglich befangen seien.